Kato vorne und seine Zeitmaschine, Leute. Er versteckt dort was Leckeres. Und wir wollen dieses Leckere, Leute. Versteckt er dort die neue Season? Versteckt er dort die neue Chapter? Oder versteckt er dort gratis V-Bucks? Der dritte Teil der Zeit-Schnappschuss-Geschichte startet. Wir müssen Muskelstäbchen-Aufgaben erledigen. Und die werden wieder wahrscheinlich phänomenale Erkenntnisse bringen. Zum Beispiel, dass wir auf Gebäude klettern müssen. Muskelstäbchen weiß, dass wir halt ernst meinen. Und wir meinen es ernst. Ich mein's ernst. Und lass uns deswegen die Story-Dialoge runterrattern. Mein Name ist Andy, offiziell des Coaches, dieses Kanals, heutiger Gastgeber und Moderator für das heutige Video. Haut ein Abo-Button rein, wenn euch das Video irgendwo empfohlen wurde. Vor allen Dingen verpasst ihr dann auch nichts. Zwar hört sich das alles erstmal noch nicht super spektakulär an und ihr sagt euch ja, pff, das interessiert mich, was Kato vorne im Keller hat, Leute. Ich habe schon V-Bucks oder was auch immer. Ne, aber es ist wichtig, weil wir kurz vorm natürlich Chapter-Ende gehen. Das, was sich gerade entwickelt und aufbaut, baut sich aufeinander auf. Vor allen Dingen in der letzten Folge bauen wir ja gerade unsere Crew mit Nolan Chance auf. Und Nolan Chance und die gemeinsame Freundin Sloane wollen wissen, was der hier Kato Thorn in seinem Keller versteckt. Und wir wissen ja aus dem Trailer, in seinem Keller ist eine Zeitmaschine. Und genau die wollen wir auch abholen. Erste Aufgabe ist erledigt. Ich habe gehört, Muskelstäbchen will ein Schubsaft-Franchise aufmachen. Ja, erst musste ich Pizzalieferant spielen, jetzt muss ich schon Schubsäfte. Die 200-Kilo-Handel ist auch schon dabei. Und die letzte Schubsaft-Geschichte, ne? Batz! Haben wir. Lade Muskelstäbchen zur Raubzug-Crew ein. Oh yeah, das machen wir. Gute Arbeit. Ich werde bei der nächsten Schubkonvention wollen wir eine Rede... Convention, nicht Konvention, genau. Nächsten Schubsaft-Convention. Wo ist er Gute denn? Der ist am Arsch der Welt. Muski! Muskelkater! Komm mit mir! Wir sind hier im Fledermausland. Alter! Du bist der Schub-Enthusiast, von dem die Leute erzählt haben. Du gefällst mir jetzt schon. Nein, halt. Ich habe keine Zeit für Raubzüge. Ich bin ein Fitnessstudio für die Korallenkumpel gebaut habe. Mein Cousin hat gesagt, dass ein paar gefährlich aussehende Typen sie mitnehmen wollten. Nicht mit mir. Aber ich brauche Knete. Du wirst also das erste Mitglied meiner neuen Schubser-Franchise. Alter! Digga! Haben die wirklich in Fortnite Alter reingebracht? Sprich mit Diamantenlieber, Liebesranger und Shadow Rebel. Verkauf den Schubsaft. Den Saft. Alter, krass, Liebesranger. Willst du ein bisschen was von meinem Schubsaft? Das gibt dir den nötigen Saft. Verstehst du? Ja, natürlich. Aber da die Schubsaftfabrik von Kato vorhin gekauft wurde, ist ein schlechter Look für dich. Kaufen wir jetzt den Schubsaft an Shadow Rebel. Hallo, Shadow Rebel. Möchtest du meinen Schubsaft kaufen? 100% natural. Nur die natürlichsten, feinsten, integrierten, frisch gepresst aus der Presserei. Willst du was haben? Hör mal gut zu. Ich habe kein Interesse daran, Kato vorne ins Netz zu gehen. Fledermäuse spinnen keine Netze. Egal, wenn die Schubsaftfabrik an Kato vorne verkauft, bin ich raus. Plan B, ich brauche einen Staubsauger. So, und unser letzter NPC, Leute. Diamantendiva in Mega City. Diamantendiva, möchtest du den feinsten, leckersten und natürlichsten Schubsaft haben? Der gibt dir Kräfte, die du noch nie besessen hast. Deine Beine werden von alleine laufen und du wirst alle Diamanten finden, die du haben kannst. Schubsaftunternehmen, das Unternehmen, das die eigene Fabrik an Kato Thorn verkauft hat. Ja, das waren die Investoren und die Aktienbesitzer und so weiter, ne? Ich kann hier nichts machen, es ist der Chef. Ich bin nur armer Verkäufer, ich versuche gerade nur meine Brötchen zu verdienen. Nein, danke, ich leg mich lieber mit hungrigen Wölfen an, als mit diesem Sammelfanatiker. Merde! Keiner möchte meinen Schubsaft kaufen. Vielleicht liegt das aber nicht an mir, Leute, weil ich finde, meine Verkaufstaktik war super, oder? Meine Verkaufstaktiken sind so super, ich kriege euch sogar für den Drachenverkauf. Mögt ihr Drachen? Dann schaut euch mal Dragon Hair an. Nein, keine Drachenhaare, sondern Dragon Hair Silent Gods. Ein neues High-Fantasy-RPG-Game von den Machern von Marvel Snap New Worlds. Erinnert mich sehr an Dungeons & Dragons. Ne, man hat alles, was man braucht. Man kann Charaktere erstellen, 4 Rassen, 4 Klassen. Man kann Attribute hochleveln, Fähigkeiten und. Und es gibt sogar das Echsenvolk. Und natürlich dürfen auch Drachen nicht fehlen in einem Spiel, was Dragonhair heißt. Tatsächlich kann man dann auch mit einem Würfel alle möglichen Aktionen rauswürfeln. Ne, das ist so typisch bei RPG-Games, auch Pen and Paper. Oder zum Beispiel auch in der Welt Secrets entdecken kann, wenn euer Charakter entsprechend über die nötigen Fähigkeiten oder Weisheiten benutzt. Eine riesige offene Welt, wo man viele Pfade entdecken kann, Sidequests, NPCs, Random Events, Secrets und so weiter mit 280 einzigartigen Orten. Aber in meinen Augen, und das Niceste überhaupt, ist tatsächlich die Story. Schon direkt am Anfang im Intro etablieren sich echt ein paar nice Side-Characters. Die Story hat sehr coole Elemente, die spannend sind und interessant bleiben und man
man wissen will, wie es weitergeht. Genauso auch beim Kampfsystem. Da kann man echt eine Menge mitmachen. Man kann seine Charaktere überall platzieren, die auf diesem kleinen Raster. Und hat die Auswahl von allen möglichen Klassen. Sei es Magier, sei es Bogenschützen, sei es Assassinen, sei es richtige Tanks mit Krieger und ne, mit unterschiedlichen Rassen wie Zwerge, Elfen, Echsen, Volk, was ich jetzt habe. Und natürlich auch deren Fähigkeiten. Wer von Supportive-Klassen, zum Beispiel wie hier Healspell, kann man die Leute heilen, ne, darf nicht fehlen. Also checkt Dragonhell aus, Leute. Free-to-play für PC, Mac, iOS, Android, also alle gängigen Plattformen. Ne, findet ihr auch im Epic Store. Aktuell könnt ihr das schon direkt runterladen. Mit dem Link in der Videobeschreibung dort mal aufklappen, draufklicken. Würde mich freuen, wenn ihr das einmal machen könntet. Würde mich unterstützen. Und natürlich solltet ihr auch das Game mal unterstützen. Tja, so kann man auch seine Sache integrieren, Leute, ne? So habt ihr und wir machen... Und wir gehen direkt zur nächsten Geschichte. Und somit haben wir für unseren Alter, wenn wir das richtig anpacken wollen, musst du die Produkte schnell ausliefern. Alter, Digga, yo, so eine Krawatte. Ja, schon direkt erstmal pumpt mal. Da verkauf mir lieber deine Raketenramme hier. Wieso hast du hier, also da irgendwann kann man den... Man kann Waffen aufrüsten? Okay, er fordert 6 Ruhm. Egal, erstmal Raketenrahmen bei ihm kaufen. Alter! Ja, deine leckere Pilze. Pizza mit blauen Champignons. Schmeckt nach Arschritze. Das war bestimmt Charlie. So, und zwar mit dem Sprintsprung und der Raketenrahmen kannst du wunderbar den Schwerelosigkeitseffekt nutzen, um noch mehr Kilometer zurückzulegen. Ne? Da ist wieder die Raketenramme. Und der Soundtrack für Fortnite Kopenhagen World Cup 2023, Leute. Ein richtiger Banger. Ach komm, 3 Meter, ey. Kennt ihr das, Leute? Wenn ihr den Ballon-Perk habt plus ein Lichtschwert, könnt ihr tatsächlich die gesamte Runde spielen, ohne auf dem Boden zu landen. Oha, Lini, was peitscht du mich auch? Weil es gibt einen Cooldown für den Double Jump. So, aber wir haben eine Aufgabe. Hilfe bei der Zerstörung von Schlupfsaft, Trucks und Fässern. Okay. Wow, das war echte Schubgeschwindigkeit. Alter, Muskelstäbchen. Da haben wir schon unsere Übeltäter. Keine Macht der Konkurrenz. Es darf nur ein Getränk existieren. Da haben wir unsere geheimen Verstecke, Leute. Die sind überall. Seht ihr? Das ist das Werk vom Muskelkater. Der hat hier überall die Slurp-Sachen verteilt. Warts. Für unseren Lord und Meister. Muskelstäbchen. Für die Fitness. Für die Gains. So, eliminiere Gegner bei Slappy Shores oder Brennpunkten. Bastion ist leider kein Brennpunkt. So, dann machen wir mal Muskelstäbchen stolz. Und zerstören die Lobby. Ach, jetzt liegt hier einfach eine Raketenramme, ne? Sally, die Bots hier zählen auch, ne? Probleme hat. So, Kartengeber gekillt. Dann haben wir Nummer 1. Da ist noch einer. Und das müsste Kill Nummer 3 sein. Damit haben wir... Wobei, ne, ich muss noch finishen. Fuck. Booty Shot. Und die nächste Geschichte, die wir haben dann nach der ganzen... Dieser Keto vorn hat meinen Ruf zerstört. Also werde ich ihm seinen Kram zerstören. Stören. Alter! Okay, jetzt ist er sauer, Leute. Jetzt ist er sauer auf Kato vorn. Lass uns in Mega City alles kaputt machen. Schöne Sushi-Restaurant. Siehst du, Kato vorn? Hättest du lieber mal die Fabrik nicht gekauft? Dann hätte jetzt jeder Saft gegönnt und hätte sich einen schönen, kühlen, frischen, orangigen, fruchtigen und nachhaltigen, auf 100% Biobasis basierten Schubsaft gekauft. Mit den feinsten, frischesten Früchten, die dieses Land zu bieten hat. Begeisterte Schubsafter schon heute, die Frau von morgen. Kaufen Sie sich heute den feinsten und frischesten Schubsaft, damit Sie nicht zurückbleiben und immer Ihre Konkurrenz ein Stückchen voraus sind und davon kommen können. Siehst du, Spider-Man hatte keinen Schubsaft. Junge, Muskelstab ist ja mal sauer, ey. Den keiner kaufen möchte wegen Kato vorn. Ja. So viel zu Vampiren, aber Shadow Rebel wusste tatsächlich, dass Kato von Fledermaus ist. Und eine Fledermaus kommt immer, Leute, wenn die Sonne verdeckt wird und die Nacht hereinbricht mit einer schönen Sonnenfinsternis zu Halloween. Dauert nicht mehr lange. Haben wir unsere Halloween-Geschichte. Ah, da. Zerstört Objekte mit der Raketenrahmel. Dieser Kato von muss wohl noch lernen,
dass man sich nicht mit ihm anlegt. Mann, die Texte gehen so schnell weg. Okay, alles zerstört. Jetzt müssen wir Nolan Chance Geld anbieten. Okay, wir brauchen Baden für unser kleines Fitnessstudio. Du bist doch... Jetzt muss ich auch noch Finanzberater spielen, Alter. Du bist doch dicke mit Nolan Chance. Wir gehen Kredit aufnehmen, Leute. Erst das Business, dann die Zeitmaschine, ja? So, Nolan Chance. Ich brauche einen Kredit, Junge. Der Schubsaft, der leidet. Du arbeitest für mich noch immer am Muskelstäbchen, richtig? Ich hatte den Raubzug schon zugestimmt. Na gut, ich gebe einen Auftrag. Du nimmst das Darlehen, baust ein kleines Fitnessstudio. Ach, Nolan. Was soll das? Aber gib mir doch einfach das Geld. Gib doch einfach das Money. Wenn er damit fertig ist, macht er beim Raubzug mit. Keine Rückzieher. Ja, give the money. Give me the money. Unser Experte hat beobachtet, wie ein deutsches Paar beklaut wurde. Jetzt demonstriert Uwe Mettler, wie man sich als Opfer wehren kann. Geld. Give the money! Give the money! Hey! Nice. Durch das Schreien bekommt er die Aufmerksamkeit der Passanten. Gib das Geld her! Los! Give the money! Der letzte Kartengeber, um Kato vorn so eine richtig reinzuwischen, ne? Seine kleinen Handlanger-Gang hier. Angler und Sammel Korallenausschüttung. So, wir können Muskelstab einsammeln. Wir haben was zum Angeln. Wir lassen sogar die Schlüpfsäfte dafür liegen. Und holen uns jetzt für die Korallenkumpel die kleinen Mini-Hanteln. Ne, für die ganz kleinen Korallenkumpel eine ganz kleine Mini-Hantel, damit die auch Fitnessübungen machen können. Damit die eine ganz große Koralle werden. Und dann kommt eine Muskelkoralle raus als Kind, ne? Okay, ich glaube nicht, dass ein Korallenkumpel diese Hanteltrage stemmen kann, muss ich sagen. Und Sportausrüstung Nummer 5. Eine Katze. Sportausrüstung, Plüschtier. Habe ich irgendwas beim Fitnessstudio verpasst, Leute? Nimmt man sein Plüschtier neuerdings mit? Oder was ist da los? Die Ausrüstung dann bei ihm, oder was war das? Das Meer ist sehr großzügig, Alter. Sollen wir auch noch sein Haus dekorieren mit der Sportausrüstung? Bist du sicher, dass es für die Korallenkumpel waren und nicht für dich? Auch das Plüschtier. Aber egal, wir platzieren hier die Ausrüstung. Und da schwimmt das Ganze. Du kannst die zukünftigen Sturmaugen sehen. Ah ja. Schubsaft war gestern, Leute. Jetzt wird Fitness gemacht. Hey, Kleiner. Ich habe ein geiles Fitnessstudio. Möchtest du pumpen und dann die ganzen Chicas rausholen, ne? Junge, das ist so eine Mobility-Kombo, ne? Sprintsprung, Gleiter eröffnen plus Lichtschwert. Das ist so eine geile Mobility. Damit kommst du gut durch. Die Korallenkumpel chimpeln jetzt in ihrem kleinen Fitnessstudio. Sag ihnen, was soll ich ihnen sagen? Rekrutiere Muskelstäbchen offiziell für den Raubzug. Es ist soweit, Muskelstäbchen. Lass uns eine Zeitmaschine knacken. Ich stehe zu meinem Wort, sagt Nolan, dass ich dabei bin. Unter uns ein guter Raubzug wäre mir gerade recht. Nach der ganzen Schubsaftgeschichte. Und die sind jetzt hier am Singen und am Pumpen, Leute. Jo, wäre das nicht lustig, wenn in Season 5 im Battle Pass oder was auch immer, vielleicht im Shop, dann Muskelkoralle reinkommt oder Korallenmuskel? Das wäre doch mal eine coole Anspielung, oder? Ist er jetzt dabei, Leute. Crewmitglied Nummer 4. Fehlt nur noch eigentlich May. Aber ist halt nur eine Fortnite-Geschichte. Auf der rechten Seite findet ihr die Geschichte der anderen Charaktere und wie die und was die für Abenteuer erlebt haben. Checkt es aus, um die Geschichte von Season 5 genau. Und naja, ist schon ein bisschen für Season 5 auszuchecken.